So, liebe Freunde, und da sind wir auch wieder zurück zu einer neuen Runde Adventure vor der Nerven, Heilanklinikanstalt, wie auch immer, oder was es auch immer sein soll, vor Sonnenschein. Mit Ostra. Au, aua! Ich bin wach! Ich hab den Mond gerade, ich wollte den Mond gerade anheulen. Aber gut, dann halt nicht. Ja. Ich mach F5. Ich hab gerade F5 gemacht und du standst genau vor mir. Achso, so, wir gehen ja, mal rein in die Heilanstalt. Und das hört sich irgendwie nicht so gut an, dass alle von ihm getötet wurden, haben wir in der letzten Folge rausgefunden. Erinnert mich irgendwie an Nightmare House. Irgendwie. Ja. Ich hab Hast du das auch gezockt? Ja, das hab ich auch gezockt. Zimmer 4. Oh oh. Ja, Heilige Bad. Das Heilige Bad, okay. Klingt gut. Klingt Wasch gut. Dich von den Achseln bis zum Po. Ja, das macht den Doktor froh. Was? La 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 la. Wasch dir mit den Rücken, Aaron, komm. Mh. Okay. Mh. Boah, du bist Rabbi Rabiati, ey. Aua. Ich mach PvP dann aus. Ah, dieser Schmerz. Sollte man ja auch eigentlich von Anfang an machen. Okay, auf Balkonien ist nichts unterwegs. Kein Krieg ohne Opfer. Bitte? Was, wie, was? Stand ja auch im Sommer. Kein Krieg ohne Opfer. Okay, super. Bitte. Hier ist nix, alles klar. Das ist hier Zimmer 6. Auch hier ist eine Truhe drin. Oh, oh, mit vielen Schildern. Geheiligt sei die magische Miesmuschel. Wie, bitte was? Geil. Hier unten. SpongeBob. Moment. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Kennst du die englische Version? Wie, was? Wie? Was? Wie? Was? Von was die englische Version? Nee. Nee, von SpongeBob meine ich. Klar. Was? Ein Schnee gebrick auf. Das war ein Zitat. Klo. Was? Slap? 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 Okay, auf jeden Fall sollten wir weitergehen. Ich habe das Gefühl, dass Grauen. Sollen wir in den Keller gehen oder sollen wir lieber nach oben gehen? Machst du denn da? Ich war auf dem Klo. Ah! Creeper! Das hat dich fixiert. Klar, alle sind auf mich fixiert, Aaron. Jo, das war's. Oh, jetzt hat noch 5 Pfeile, jetzt hat mir 5 Pfeile verschossen. Sehr gut, so. Also, Leute, merkt euch, wenn ihr in einer Nervenheilanstalt seid, immer erst in den Keller gehen. Das ist ganz normal. Oh, und es gibt Steak zum Mittag, das ist gut. Besonders, wenn man Outlast gespielt hat, das ist immer sehr schön. Das stimmt. Also, hast du selber auch Outlast schon gespielt? Nee, noch nicht, das will ich mal noch holen. Oh, da muss er unbedingt alle. Nee, am besten nicht spoilern lassen, gerade nicht von mir. Ja, das ist jetzt schon zu spät. Ich habe das bei einem Freund gezockt. Ach so. Ich schmeiß mal eine Schallplatte rein. Oh, nein. Scheiße. Was ist los? Ich hab noch. Ich hab noch hier das. Hast du meine Halloween-Folge gesehen? Ja. Hast du auch die Soundgeräusche gesehen? Ja. Ja. Und genau die Soundgeräusche höre ich gerade. Ich habe vergessen, das Texture-Pack rauszumachen. Na gut, ich höre auch ziemlich creepige Geräusche gerade. Ist das ja so wimmern bei dir? Ja. Okay, das bei mir nämlich auch gerade. Deswegen lass das ruhig so. Wir können jetzt weiter in den Keller gehen und wir können mal. Ich geh mal nach oben, Aaron, komm. Kann ja nicht so schwierig sein. Von ihm, aber doch nicht von dem Creeper. Creepy. Also? Professor Dr. Zellred. Das ist auf jeden Fall. Er hat Melonen. Ah! Du hast die Truhe aufgemacht! Aaron! Schön. Oh Gott. Hast du die egal. Hast du die Melonen genommen? Ja, klar. Du siehst gerade nicht das Bild, was ich gerade sehe. Das ist hier von Oblivion, so ein Portal. Ah, okay. Dann lass uns mal nach unten gehen, in den Keller. Zu Dr. I. Wie heißt der Doktor? Zeltair oder so heißt er. Zeltair. Ja, jetzt stehen wir vor verschlossenen Türen, das haben wir was Neues. Okay. Ich glaube, ich habe draußen ein Skelett gehört. Wenn die Mobs an sein? Stand da irgendwas? Ja, Schwierigkeitsgrad normal, weiß ich nicht. Ja klar, müssen ja dann wohl, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Okay, die Schallplatte hatten wir gehört. Hier in allen Zimmern warst du wahrscheinlich genauso wie ich. Die haben sehr kleine Zimmer hier in der Klinik, oder? Was meinst du, Aaron? Ach, das war ja diese Broken Disc. Jetzt habe ich das hier rausgenommen. Na egal. Naja, gut, macht ja nichts. So.
So, also wir sollten uns hier waschen im heiligen Bad. Das hat ja super geklappt. Ich fühle mich tiefenentspannt durch Aarons starke Hände. Oh, schön, schön. Der massiert wie ein junger Gott. Und natürlich habe ich deine Halloween-Folge gesehen. ETF, wie ein junger Gott? Ja, du massierst wie ein junger Gott. Naja, klar habe ich die gesehen. Die fand ich auch ganz nett, die Halloween-Folge. Ich habe mich wirklich extrem erschreckt. Das hat man zwar kaum gemerkt, aber ich habe wirklich gezittert. Aber man hat es aber in der Stimme, konnte man da schon erahnen, dass dir das schon ein bisschen nahe geht. Ach so, hast du hier übrigens meine kleine Überraschung mitgesehen? Nee. Hä? Dann musst du das Ding mal komplett durchlaufen lassen. Hab ich. Ich hab einmal einen Jumpscare gesehen, aber ich weiß nicht, ob der dazugehört. Da kam einmal ein junger Freund mit weißem Gesicht kam durchs Bild gehüpft, aber ich weiß nicht, ob du das meinst. Okay, hast du also gesehen. Ja, wahrscheinlich. Ach, ich hab hier hinter dem Bild bei Dr. Silve, der war das Geheimnis. Und weißt du, was ich glaube? Da gab's ja einen Disliker bei mir, den habe ich heute früh gesehen. Und ich glaube, der hat sich so sehr erschrocken, dass er... Ach, hier hinter dem Bild. Ja, habe ich schon deaktiviert oder aktiviert. Oder deaktivieren konnte ich's. Der hat sich wahrscheinlich so erschrocken. Da gab's erstmal einen Dislike. Ja, da musste ich ein klein wenig schmunzeln, ehrlich gesagt. Was? Zelle 1. Aus Schwamm. Schwamm. Zelle 3 ist offen. Da gehe ich aber nicht rein. Bonsch. Okay, geh ich rein. Na gut. Bah! Nee. Alter! Es scheint so, als wäre es Blut. Hier wurden seltsame Zeichen in die Wand geritzt. Wo denn? Ich sehe hier gar nichts davon. Ach, da vorne. Achso, diese beiden Dinger hier. Sehr spooky. Ja, was uns hier wohl erwarten wird, Aaron? Weißt du, was wir machen müssen? Gmod-Horror-Maps. Was müssen wir machen? Gmod-Horror? Ach, das ist für Minecraft? Nee, das ist von, Gmod halt. Achso, Gary's Mod. Achso, ja, das können wir mal machen. Spieler 1, Spieler 2, was bist denn du? Ich bin in Testkammer 1, das ist so blau. Blau ist was für mich. Okay, ich bin gelb. Okay. Auf den Knopf, du drückst, Pup. Ah, okay. Würde ich jetzt wieder erschrecken, aber ich hab's diesmal gelassen. Besser ist, ich hab ein schwaches Herz. Kapitel 2, Denken in Dimension. Ziel, finde den Ausgang aus dem Labyrinth. Oh, nö. Das ist nicht so schwer. Und den Erdblock, den du ziehst, den kannst du wegmachen oder auch lassen. Das ist völlig egal. Den hat wahrscheinlich hier ein Enderman dorthin gesetzt. Was wird denn der Ausgang aus dem Labyrinth? Oh, ich muss oben anfangen. Na, schönen Dank. Oh, nö, Aaron. Ja, sei froh, dass ich keine Connected... Ah, nee, doch. Das wäre eigentlich ein Vorteil, wenn ich Connected Textures mit drin hätte. Könnte man sehen, wo der Weg lang geht. Hallo, Aaron. Hallo. Aua! Verdammte Axt! Musst du mich immer hauen? Ja, das ist so eine Angewohnheit aus dem PvP. Na, ich bin doch nett, ich bin lieb, ich bin's doch. Ich mach dann gleich beim nächsten Schnitt. Okay, wir machen nicht schlafen. Okay, dann halt weiter. Dimension ist oftmals sehr komplex. Also Denken in drei Dimensionen ist oft sehr komplex. Wollen wir jetzt pennen oder nicht? Ja, ich hab's gerade nachgemacht. Okay. Ich nehm deine Hand da weg. Ja, hey. Da war schön warm. Bitte? Es war warm in deinem Schritt. Warm in Aarons Darm. Sag nichts mehr dazu. Du willst es doch auch. Nein. Okay, springen wir jetzt ja. Ah, okay, ich seh's schon. Lass dem Vortritt. Ich kann nicht. Ich bin zu doof. Ich kann ja nicht so weit jumpen, machst du doch. Ich kann. Du darfst nicht an die Wand springen, müsste mal ein wenig zurückgehen. Und warum treffe ich das einfach? Nee. Jupp. Ach, da komme ich gar nicht hin, ich bin zu doof. Hier ist auch irgendwas. Ach, hier geht's mit Leiter dann hoch, oder was? Aha. Ach du Scheiße, ich hasse diese kleinen Dinger. Okay, ja, was geht da ab? Muss noch einer oder müssen beiden? Oder müssen beide darüber? Moment, ich gehe jetzt mal am Ende des Tunnels, hier ist eine Leiter nach oben. Oh, nee, schon wieder so ein Rätsel. Ja, siehst du meinen Namen? Nein. Ich bin klein wenig weit weg. Wieso, was ist denn jetzt los? Wurde geportet? Nee, das ist noch so ein Raum, das sieht genauso aus, aber ich komme diesmal aus dem Boden raus. Aha. Ja, ich laufe hier hinten klein wenig rum. Ach, da kommst du langsam, ich sehe dich ganz weit weg, ja. Okay. Hier ist noch so ein Raum.
Ja, und dann musst du wahrscheinlich hier einen Schalter drücken oder der Leiter hier hoch oder weiß ich nicht was, keine Ahnung. Der nächste Schritt könnte dein letzter sein, steht hier. Okay, das war's. Okay. Oh nein. Scheiße. Ich hasse diese Psychospiele. Okay. Bei mir ist nur, Bei mir ist ein langer. Bitte? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Muss ich denn nachkommen oder was? Lass mal gleich sehen. Bei mir ist ein langer Gang. Wie im Redstone fallen. Denke ich jedenfalls. Okay. Ich schalte einfach mal durch. Ich muss auf jeden Fall mit. Nichts passiert. Okay. Ist es aber nicht. Alter, leck mich. Okay. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Alter. Also bei mir geht hier gar nichts. Ich komme da nicht hoch. Ich bin zu doof zum Springen an der Stelle. Denk mal, du musst mir wirklich folgen, wie es aussieht. Ja, ich komme da aber nicht lang. Was soll ich denn machen? Moment. Ich schaff den, ich schaff den langen Jump nicht. Das ist echt. Papi kommt. Ey, er eckt immer oben an die Wand und dann springt er einfach mal so. Soll ich dich porten zu mir? Naja, ich versuche das jetzt nochmal ein Sekündchen. Sag einfach ran. Die 30 Sekunden müssen jetzt die Zuschauer mal aufbringen, mir bei meinem leidigen, der springt immer, der springt zu weit und dann hält er sich nicht fest an der Kante, wenn ich hier Shift drücke. Das geht nicht. Ach, jetzt sehe ich, dass der Raum ist auf dem Kopf. Jetzt sehe ich, dass der Teppich ist bei mir an der Decke. Okay. Wie crazy ist das denn? Ah, ich komme gleich, aber ich bin gleich soweit. Jetzt habe ich auch das komplette Rätsel verstanden. Oh, okay. Jetzt bin ich ja wieder runtergeklappt. Purer Rage-Mode hier. Wer hat sich denn das ausgedacht? Das ist doch Quatsch. Wenn du nett bittest, kann ich dir helfen. Ja, ich bitte ganz nett. Bitte. Okay. Lieber großer Minecraft-Gott, porte mich ran. Ich heiße nicht Notch. Okay, danke schön. Ich weiß aber, wo du da rauskommst. Nein, hier müssen wir nicht raus. Hier bin ich gerade reingekommen. Okay. Jetzt müssen wir hier weiter. Weißt du wo? Ja, wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Genau. Das habe ich nämlich gesehen. Jetzt rüber. Und dann kommt da auch gleich das Schild. Okay, ja. Dein nächster Schritt könnte dein letzter sein. Du kannst einfach normal drüber gehen. Okay. Ist es aber nicht. Okay. Und jetzt sind wir hier nämlich genau auf den Säulen. Und im Raum siehst du das? Der ist genau auf die Seite gelegt. Ach, jetzt ist er auf die Seite gelegt, der Raum. Okay. Ja. Dann gehe ich doch mal auf den Altar. Den Altar. So. Wo wir getraut sind. Bitte? Ich bin gleich da. So, okay, jetzt bin ja, ich ja, hier. Ja. Deiner Tipp, stell dich oben auf die Leitung drauf. Warum? Ja, sonst kommst du hier nicht hoch. Also nee, hier, auf die. Auf die hier. Wir sind nur da hingekommen. Einfach. Ach ja, springen. Ah, okay. Hä? Wie komm? Ich lass auf Fußball. Aber. Du gibst mir immer Tipps. Das ist echt grandios. Ja, wie lange spiele ich schon Minecraft? Ich spiele Minecraft eigentlich schon seit Alpha. Ja, siehste. Immer noch genauso viel Ahnung. Nein! So. Okay, das klappt ja wunderbar. Also du hast uns hier in ein Jump'n'Run Rage-Quartier gebracht. Echt, das ist unglaublich. Rage-Quartier. Und ich bin gleich tot. Das macht ja nichts. Kann nicht meine Schuld sein. Aua. Kann immer rennen. Ich muss auch auf meine zarte Haut aufpassen. Autsch. Ja, man kriegt sogar Fallschaden, wenn man da runterspringt. Das ist so komisch. Aber hast du noch irgendwas zu essen in deinem Inventar? Ja. Gib mir das mal ganz kurz. Ich möchte mal ganz kurz was gucken. Habe ich dir da mal die Melonen eingeschmissen? Okay, das ist richtig. Okay, ich geb's dir doch gleich wieder. Naja, mach mal. Ah ja, ich bin drüben. Haha. So, Moment. Okay. So, bitte. Warum habe ich so viele Äpfel in dem Tasch? Wegen Essen. Hunger nehme ich gerade und ich habe noch zwei Herzen. Ich habe keinen Bock, jetzt zu sterben, denn sonst müsstest du mich zu dir teleportieren. Ja, ich bin schon mal weiter, Aaron, ne?
Lass du ruhig Zeit, also ich werde schon irgendwann kommen. Ich gebe den Zuschauern die Gelegenheit, während du dich dann noch verkrampfst, schon mal die Gelegenheit, den nächsten Raum zu bewundern. Komm ja nie vorbei, das gibt's doch nicht. Ah, nein, ich auch noch halt. Hast du es? Ja, ich bin oben. Ich wollte gerade ein Picknick veranstalten mit der Community, aber gut. Community-Picknick? Oh? Lauf. Ja, ich bin oben. Oh, hallo. Endlich bist du auch da. Sieht ein bisschen trippy aus hier mit dem Schwein als Fußboden. Von oben konnte man das ganz gut erahnen. Ei, vor allem. Ist das ein Schwein? Ja. Nee, das ist ein Affe. Das ist kein Affe. Hä? Das ist kein rosa Affe. Es gab doch mal einen rosa Affen in deinem Game. Das ist aber schon altes. Wie heißt Retro-Schalter. Und da oben ist dann noch ein Schalter. Retro. Nimm nur mal. Das Ding ist irgendwie. Das kommt mir sehr bekannt vor, das Ding. Okay. Sollen wir mal den Retro-Schalter drücken? Drück doch mal den Retro-Schalter. Nein, weg hier. Your Sand. Vor allem, hast du es gehört? Ja. Zelda. 16-Bit war das, oder? Ja, meine ich auch. 16-Bit von... Oh, da kommen Erinnerungen hoch. Oh, das war ein schönes Spiel. So, meine lieben Freunde, hier geht es weiter durch den wohlbelichteten Raum. Und in deine Hölle. Du klingst wirklich wie ein Russe. Dankeschön. Bitte. Ich habe noch viele andere Talente. Beispielsweise. Willkommen im Nether. Oh oh. Geile Atmosphäre, wirklich. Oh oh. Achso, ich habe einen Schalter, drücken mal. Ah. Was du denn? Das ist ein temporärer Moment. Und tschüss. Run! Okay. Run. Ah ja. Ich auch, Aaron. Ich auch. Ach nee, so schnell bin ich nicht. Komm schon! Hä? Bist du? Dankeschön. Bitte. Heißt du dich gerade? Ja, ich heile mich gerade. Kannst du mich ruhig wieder zurücksetzen? Das ist aber hier. Ach Gott. Komischerweise wird dieser Befehl bei mir gerade nicht angezeigt. Also gut. Hier im Flammenmeer. Oh Gott, der Arme macht schon wieder weiter. Ich warte dabei da drüben. Ich mach dabei ein Picknick. Ja, renn ruhig durch. Klar! Aua! Ich mach mal erstmal eine Safe hier. So. War jetzt gerade ein totaler Fail, aber. Jetzt bin ich schon wieder bei der Kirche. Oh nein, wieso? Slash TP, zack. Oh. Okay. Das hast du verloren. Das hast du verloren. Und mein Leben und mein Ansehen. Das kannst du mir nicht zurückgeben. In der nächsten Folge seht ihr mehr Failing, weil ich zu doof bin zum Springen, ich verbrenne sogar zu dämlich. Hätte ich dich nicht, dann würde ich das ständig vergessen mit dem Van. Wo geht's jetzt hin? Super, toll. Okay, also bis zur nächsten Folge. Ja, tschüss. Gut.